Hallöchen, liebe Freunde auf dem Kanal vom PvP. Okay, servus, grüßt euch. Ja, weiter geht es hier mit Silent Hunter Battle of the Atlantic mit dem Mega Mod Wolves of Steel. Ja, das Spiel habe ich jetzt neu gestartet für die neue Aufnahme. Und jetzt sehen wir auch das zweite Schiff, was wir erledigt hatten. Das ist jetzt eigentlich auch da in der Karte. Und es werden uns auch die zwei Schiffe angezeigt, die wir zerstört haben. Das ist einmal Enemy und nochmal Enemy bei Zerstörer. Und dann haben wir dann hier noch einmal den Frachter. Und ja, haut doch hin, nicht? Also er zeigt jetzt momentan alles richtig an. So, wir befinden uns jetzt hier auf der Rückfahrt nach Kiel zu unserem neuen Heimathafen. Wir schauen noch mal in die Außenansicht. Da ist natürlich alles sehr, sehr dunkel. Da muss ich noch mal schauen, warum der eine Mod nicht so hundertprozentig arbeitet. Das werde ich aber erst in Kiel überprüfen, wenn also die richtigen Hauptmissionen anfangen. Das sollte eigentlich die Nacht wesentlich heller sein, weil wir haben ja auch Halbmond, also der gibt eigentlich auch genug Licht. Und das U-Boot ist ganz alleine, ne? Hier, das ist ferngesteuert. Es ist keiner auf der Brücke. Die machen alles Siesta oder was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch gerade selber gemachte Pizza. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ich mache jetzt für euch hier eine Pause. Und wenn sich was auf der Fahrt nach Kiel ereignet, schalte ich natürlich sofort zu. Spätestens dann in Kiel selber. Und dann wollte ich hier noch bloß kurz ansprechen. Es gibt ja hier in dem Mod die Möglichkeit, seinen Kurs oder seinen Standort manuell zu bestimmen, ohne dass er permanent auf der Karte angezeigt wird, habe ich aber auch schon in einigen oder in einem Video für diesen Mod angesprochen. Wir haben also hier den großen Wagen oder den großen Bär. Ups, jetzt kommt eine Wolke dazu. Ah, das haben sie wieder schön gemacht, ne, dass jetzt ausgerechnet eine Wolke kommen muss. Und wenn wir jetzt hier hinten die Achse verlängern, dann sollte das eigentlich hier oben der Nordstern sein. Und anhand mit dem Sextanten könnte man natürlich auch die Himmelsrichtung dann bestimmen, beziehungsweise seinen Standort ja, auf der Karte eintragen. Wie das mit dem Sextanten funktioniert, das kann ich euch nicht sagen. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Wenn einer das wissen möchte, wie das geht, es gibt hier Beschreibungen in dem Spiel dazu. Beziehungsweise er müsste das halt dann versuchen, irgendwie übers Internet herauszufinden. Auf YouTube gibt es ja so ziemlich fast alle Tutorials oder Anleitungsvideos. Ja, da könnt ihr euch dann austoben, ne? Gut, ich mache jetzt Pause, bis sich irgendwas ereignet oder bis wir dann in Kiel eingetroffen sind. Also, bis gleich, liebe Leute. So, die Pause ist zu Ende. Weiter geht's. Ja, wir sind jetzt in der Einfahrt zu unserem Anlegepunkt. Das ist unser U-Boot-Bunker. Und natürlich ist jetzt hier in Kiel recht viel los. Und da müssen wir aufpassen, dass wir mit unserem abgesteckten Kurs nicht irgendwo anpatschen. So wie es ausschaut, bewegt er sich da vorne nicht. Das heißt, wir werden halt jetzt einfach mal unseren Kurs ändern. Das machen wir per Hand.
Und wenn wir dran vorbei sind, dann gehen wir wieder auf unseren alten ursprünglichen Kurs zurück. Das heißt, wir können also jetzt schon unseren ursprünglichen Kurs wieder einnehmen. Ja, und wenn wir dann angelegt haben, dann melde ich mich wieder im U-Boot-Bunker und bis dahin habt ihr eine verdiente Pause. Ja, wir machen mal kurz weiter. Pause-Taste ausgeschaltet. Nochmal ein kleiner Blick hier in der Einfahrt zu unserem Liegeplatz. Ja, überall sind Schiffle. Man sieht die Rauchfahnen. Das Wetter spielt nicht so herrlich mit. Wir haben also ein diesiges Wetter. Macht aber nichts. Irgendwann wird auch der Nebel vorbei sein. Und wenn wir angedockt haben, werde ich mich wieder melden. Also bis gleich. Ja, kommt der Speicherbutton gerade noch rein. Okay, also bis gleich, liebe Freunde. Ja, Pause zu Ende. Wir werden mal uns mit der Außenkamera beschäftigen noch einmal und werden uns hier mal ja einen kleinen Überblick verschaffen, wie das hier so ausschaut. Ob das jetzt damals originalgetreu ist, was wir hier sehen oder nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe damals noch nicht gelebt. Und ja, ganz da hinten, da müssen wir hin. Und hier haben wir natürlich noch ein schönes Schiffchen. Ein kleiner Zerstörer. Ja, und da hinten, wo man die schwarzen Felder sieht, die wie Tore ausschauen, das ist unser U-Boot-Hafen. Da sollten wir hinfahren. Und da kommt unser U-Boot. So, das wollte ich euch mal zeigen, wie das hier alles ausschaut. Weil immer nur auf dem Boot zu sein und alles vom Boot aus zu sehen, ist ja vielleicht auch irgendwann einmal ein bisschen langweilig. Und wenn wir schon so eine schöne Außenkamera haben, dann sollte man das auch nutzen. So, wo ist denn mein Schiffchen? Da unten ist es irgendwo. So, wie es ausschaut vom Kurs her, werden wir wohl dem einen hier auch noch ausweichen müssen. Möglicherweise. So schaut es aus. Wir werden ja gleich einen Richtungswechsel machen. Ja, aber bis das soweit ist und bis wir angedockt haben, machen wir noch mal eine kleine Pause. Feindfahrt. Ich sage Ihnen, der Krieg läuft bestens, ja? Und für Sie sowieso, Herr Kommandant. Ich habe direkten Befehl vom BDU, Ihnen U-122 zu übergeben. Das ist eins der neuen Langstreckenboote vom Typ 9B. Aber was ist mit meinem Boot und meinen Männern? Die bekommen einen neuen Kommandanten. Nummer 1. Sie werden hiermit zum Kommandanten von U-27 befördert und übernehmen den Posten mit sofortiger Wirkung. Ihnen wurde bereits ein neuer erster Wachoffizier zugeteilt. Er erwartet Sie an Ihrem Boot. Meine Herren, wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, kommen Sie später wieder zur Einsatzbesprechung. Ich erwarte einen dringenden Anruf vom UKM. Tja, Herr Kallein, der Krieg ändert alles, nicht wahr?
Ich will Ihnen noch einen letzten Ratschlag geben. Lassen Sie nicht zu, dass er Sie ändert. Wir sind Soldaten, wir kämpfen, zerstören, ja, wir töten sogar. Aber wir tun es ehrenhaft, mit Respekt vor unserem Gegner. Vergessen Sie das nie. Seien Sie gut zu meiner Mannschaft. Es war die beste, die ich je hatte. Ja, wir sind im U-Boot-Bunker angelangt. Wir haben jetzt selber ein U-Boot bekommen. Und dann laufen wir doch mal zu unserem lieben Kommandanten da. Wo ist er denn? Ne, da kommen wir ja nicht rein. Stimmt, da kommen wir nicht rein. Wo hat denn der sich wieder? Er steht da normalerweise immer da vorne. Dann nehmen wir halt den, der für die Ausrüstung da ist. Ja. Hilft uns recht wenig. Hey Chef. Hey Chef. Kann ich mit dir reden? Wo ist der andere Fuzzi hin? Wir sollen noch zur Einsatzbesprechung kommen. Soll ich jetzt hier rumlaufen oder was? Gucken, was das da für einer ist. Keiner. Na sauber, sag ich. Ist der Kerl nicht da? Er steht doch immer hier. Hier steht der Kerl. Aber der hat wahrscheinlich immer noch ein wichtiges Telefonat. Oder was der Geier, was auch immer. Ah, die bauen an meiner neuen Kanone schon rum. Okay. Torpedo liegt hier rum. Na sauber, sag ich. Ja, ohne den lustigen Menschen für die Einsatzbesprechung kommen wir hier nicht weiter. Okay. Dann werden wir jetzt erstmal eine Pause machen, bis wir den Kerl finden, der dort immer an der grünen Wand stand, damit wir unseren Einsatz weiter fortführen können. Oder wir müssen eine neue Karriere beginnen. Das könnte natürlich der Fall sein. Wir werden es ausprobieren. Ich melde mich wieder bei euch, gell? Also, erstmal Pause. Ja, wir sind also im Bunker gelandet. Wir müssen also eine neue Karriere starten. Und das machen wir jetzt auch. Ja, Freunde, und ab hier ist mir eigentlich klar geworden, dass das ganze Tutorial, was hier in dem Spiel hätte ablaufen sollen, warum es nicht richtig abgelaufen ist, weil ich vermutlich irgendwelche Installationsroutinen verkehrt gemacht habe bei der Installation des Spieles inklusive des Mega-Patches Wolf of Steel. Und deswegen hänge ich jetzt hier gleich noch das Erklärvideo mit ran. Ich hänge jetzt dieses Video, was ich jetzt erstellen werde, mit hier an dieses Video mit ran, weil es betrifft also schon einige Angelegenheiten bezüglich Installation des Patches und Anfang des Spieles. Und das werden wir jetzt im Laufe der nächsten paar Minuten noch einmal besprechen. Ich habe schon Teile davon in meinen vorhergehenden Videos angesprochen. Aber mir ist jetzt noch ein bisschen was aufgefallen. Das möchte ich euch noch kundtun. Nicht, damit ihr dieselben Probleme im Spiel bekommt wie ich auch. So, jetzt fangen wir erstmal an. Und wenn wir das hier hinter uns haben, dann erkläre ich noch einmal ein bisschen was insgesamt zu dem Patch.
Also nicht Patch zu dem Mod Wolves of Steel. Willkommen zurück, Herr Colon. Kommen Sie herein, Herr Colon. Ich habe soeben neue Befehle vom OKM erhalten. Schicken wir die Tommys zur Hölle, ohne dass sie eine Ahnung haben. Gute Jagd, Herr Kommandant. So, wir müssen uns jetzt natürlich ein Ziel aussuchen. Das da oben können wir vergessen. Das hatte ich auch schon noch mal angesprochen. Das funktioniert nicht. Das ist nämlich normalerweise hier der Überfall auf Polen. Das ist eigentlich das Tutorial, welches stattfinden würde, wenn ihr das Spiel ohne Mods, ohne alles ganz normal von der CD aus installiert bzw. von Ubisoft gekauft habt. So, und für uns bleibt eigentlich nur noch übrig, hier die Nordgewässer oder die südlichen Zufahrtswege. Und wir werden einfach jetzt mal die ostbritischen Küstengewässer noch einmal annehmen. Wir sehen ja auch, was hier geschrieben steht, das, was der vorhin alles erzählt hat. So, diese Geleitzüge sind angeblich unbewacht und die Briten haben aber dafür genug Flugzeuge am Himmel und Minenfelder. Wir nehmen den Einsatz an. Machen wir das erst einmal weg. Enddatum ist der 6.1. Das sollten wir uns eigentlich merken. Aber da können wir immer wieder nachschauen, wann dieser Einsatz zu Ende wäre. Und dann machen wir die Karte zu. Dann müssen wir hier zu dem Herr lustigen Colon. Herrn. Wir brauchen ein paar Verbesserungen. Kommandoturm können wir nichts machen. Deckgeschütz können wir nichts machen. An der Flak können wir uns bedienen. Da haben wir ein bisschen paar Schuss mehr. Und bei den Torpedos, den elektrischen, den wechseln wir aus. Wir nehmen den ganz normalen dampfgetriebenen Reserven können wir hier keine bilden. Wir haben nur hier vorne Reserven. Und dann schauen wir bei den Sensoren. Dann nehmen wir natürlich das Neue. Da gibt es nichts für uns. Das so weit sind wir noch nicht. Also nehmen wir den hier auch noch ausrüsten. Und bei der Tarnung gehen wir auf keinen Anstrich. Weil der kostet uns 1500, der Anstrich. Der würde uns 500 kosten. Ja, wollen wir nicht. Wir werden nicht zur Ausbildung herangezogen. Also machen wir bloß unser Emblem. Und dann nehmen wir Hai, ne? Ausrüsten. Also nehmen wir das als Emblem. Und dann können wir hier rausgehen. Dann macht er unser U-Boot fertig. Wir gehen hier hin und sagen, wir gehen wieder auf Feindfahrt. Den Auftrag hatten wir ja angenommen. Das ist ja Grundvoraussetzung. So, dann stellen wir erst einmal UTC-Site ein. Wechseln hier auf 200. Das langt uns. Mehr brauchen wir momentan eigentlich noch nicht einstellen. Und dann schippern wir hier mal raus. Voraus. Maschinenstopp. Ja, das ist immer so der Anfang, bis die es endlich mal kapiert haben, dass sie Gas Aufpassen auf geben die sollen. Schiebemaschinen. Fahrt bei dem Wetter, langsame Fahrt voraus. Knoten. So, ich hoffe, dass das Motorengeräusch nicht zu laut ist, weil man kann es sehr, sehr schlecht einstellen, dass es passt. So, und während wir jetzt hier raus tuckern, ganz langsam und mit Hand steuern, werde ich auf jeden Fall. Warum ist es so dunkel? Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Okay, also gut. Nehme wieder alles zurück, behaupte das Gegenteil. Jo, und jetzt erkläre ich euch mal die wichtigsten Schritte, damit euch nicht dasselbe passiert wie mir. Solltet ihr dieses Spiel auf CD noch haben,
oder auf CD erwerben können, dann tut das. Installiert das Spiel oder ihr kauft es euch bei Ubisoft. Bei Steam, wenn ihr es euch kauft, werdet ihr möglicherweise Probleme haben, die Mods überhaupt nicht zu installieren, aber das Spiel mit Mods überhaupt zu betreiben. Da komme ich aber noch gleich drauf. Warum? Also, nehmt entweder die CD her, installiert es jungfräulichst oder ihr habt es von Ubisoft gekauft, installiert es jungfräulich. Dann als nächstes, wenn ihr ein uraltes Spiel habt von CD, dann müsst ihr euch sowieso bei Ubisoft anmelden und dann wird diese alte Spielechse gepatcht auf die Version 1.2. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass die auf 1.2 gepatcht ist. Kauft ihr das Spiel über Ubisoft, wird es automatisch nach der Installation auf 1.2 gepatcht. Aber da ist ein kleiner Haken dabei. Und zwar, wenn ihr die Version von Ubisoft nehmt und die Datei auf 1.2 gepatcht ist, ist noch ein Zusatz enthalten bei Ubisoft, nämlich, dass dieses Spiel, wenn ihr es spielen wollt, immer mit Ubisoft sich verbindet und ins Internet gehen möchte. Ihr müsst mal ein paar Videos vor diesem Video mal schauen. Da hatte ich einmal eine Beschreibung gemacht von der Installation Wolves of Steel. Es ist ganz wichtig, dass ihr in Ubisoft reingeht, bei euch auf dem PC und nehmt alles heraus, was mit dem Internet zu tun hat. Also Spiel aktualisieren, Downloads von Spielen, ja, Connect mit Internet und so weiter. Das muss alles, darf nicht angehakt sein. Dann sind erst einmal die Grundvoraussetzungen geschaffen, dass ihr dieses Spiel erst einmal spielen könnt, ohne dass ihr auf den Server von Ubisoft müsst oder geht. Wenn ihr dieses Spiel dann installiert hattet und habt euch schon entsprechende Mods rausgesucht, wie Open Horizon 2 oder Vikings oder der Sorbers Mode oder ja, wie ich jetzt hier habe, Wolves of Steel, was meines Erachtens eigentlich der beste Großmod ist, den es für dieses Spiel gibt. Die Verlinkung hatte ich auch in ein Beschreibungsvideo reingesetzt. Bei SubSim könnt ihr das runterladen. Diese ganzen Mods, da gibt es also Tausende, naja, ist leicht übertrieben, aber Hunderte. So, wenn ihr die Mods runtergeladen habt, die ihr wollt, die ihr benötigt, dann gibt es ja ein paar Möglichkeiten. Bei den anderen Großmods könnt ihr auch eventuell kleine Zusatzmods noch zusätzlich installieren. Wenn ihr Wolves of Steel Mod, den Großmod, nehmt, könnt ihr auch noch zusätzliche kleinen Mods hinzu nehmen. Aber tut diese Mods nicht gleich auf dieses jungfräuliche Spiel installieren. Nein, das dürfte nicht. Ihr müsst folgend vorgehen. Dieses jungfräulich installierte Spiel, sei es über CD, aufgepatcht mit der Exe 1.2 von Ubisoft oder über Ubisoft direkt installiert übers Internet, fangt es an zu spielen, macht diese Einweisungstour, dieses kleine Tutorial, der Überfall auf Polen, schließt diese Mission so ab, wie es euch im Spiel vorgegeben wird. Sind also kleine Hinweise dabei, dass man jetzt zu dem und dem Schiff fahren muss oder dort ist noch ein Schiff und das muss man dann mit Torpedo angreifen, man muss einen Kurs legen können und so weiter und so fort. Aber das gibt euch das Spiel vor, handelt danach, macht es,
schließt diese Mission ab und begebt euch dann auf dem schnellsten Weg nach Kiel. In Kiel angekommen, landet ihr im Bunker. Speichert nach dem Gequatsche des Captains das Spiel ab, geht raus aus dem Spiel und installiert eure Mods, die ihr haben möchtet, oder dieses Wolves of Steel. Ich beziehe mich jetzt eigentlich immer nur auf das Wolves of Steel. Und da habe ich noch 3-4 kleine Nebenmods mit dazu. So, Wolf of Steel habe ich erklärt, wie es installiert wird. Da müsst ihr mal ein paar Videos vorher nachschauen. Wichtig dabei ist, erstens, bei der Installation gibt es zwei Dateien. Einmal die Vollversion und ein Update dazu. Ihr müsst also beide Sachen installieren. Und vorher dürft ihr keine anderen Mods drauf gehabt haben. So, wenn ihr die zwei Echsen gestartet hattet und alles drauf gemacht habt, dann könnt ihr mit dem Mod-Enabler könnt ihr dann eure Mods installieren. Da sind bei Wolves of Steel sind eigene Mods vorgegeben in einem entsprechenden Mod-Ordner. Der heißt nicht Mod-Ordner, sondern TWO, TSWO oder so ähnlich. Und da sind die Mods drinnen. Da müsst ihr dann auch die zusätzlichen Mods reinlegen, die ihr noch zusätzlich installieren wollt. Wenn ihr das getan habt, dann startet ihr das Spiel. Wundert euch nicht, es kommt zwar dann ein Ladebildschirm mit Ubisoft. Da ist dann immer dieses Ladesymbol, das Kreiseln ist dann immer vorhanden. Das macht aber nichts, das soll euch nicht stören. Legt diesen Ladebildschirm einfach auf die Seite. Wie das geht, solltet ihr ja eigentlich wissen. Und dann startet das Spiel. Schaut mal bei den Einstellungen im Spiel. Ihr habt ja die Möglichkeit, verschiedene Schwierigkeitsgrade einzustellen. Mit Volldiesel, der nie alle geht, Vollpressluft, volle Batteriekapazität mit Blindgänger und bla bla bla. Stellt es euch so in den Schwierigkeitsgrad ein, wie ihr das angedacht habt. Dann, also wir sind ja immer noch im Bunker. Dann speichert ihr das schön ab, startet das Spiel neu. Dann werden die Mods geladen. Und dann könnt ihr nicht machen, normal weiterspielen. Also Karriere fortsetzen, sondern ihr müsst eine neue Karriere oder Kampagne anfangen. Das ist zwingend notwendig. Wenn ihr das nicht tut, sondern ihr habt das Spiel installiert, ganz nackig, habt das Wolves of Steel draufgeklatscht und fangt dann gleich das Spielen an mit der ersten Hauptmission, also das kleine Tutorial ist mit Überfall auf Polen. Dann werdet ihr Schreckliches erleben. Erstens mal funktioniert das Spiel nicht in der Form, dass euch alle Befehle angezeigt werden, die ihr machen müsst, um dieses Tutorial zu erfüllen. Und zweitens, wenn ihr dann in Kiel eingelaufen seid und startet eine neue Kampagne oder sonst irgendwas, dann fängt es immer wieder mit dem Überfall auf Polen an. Das wollt ihr ja nicht. Also macht es so, wie ich es bis jetzt gesagt habe. Dann habt ihr das Spiel eingestellt nach euren Grundbedürfnissen. Dann speichert ab, geht raus, ladet das Spiel wieder neu und startet eine neue Kampagne oder beziehungsweise eine neue Karriere oder so ähnlich, wie es heißt. Wenn ihr das habt
oder beziehungsweise beim Beenden des Spieles wird euch auch immer wieder dieser Ladebildschirm von Ubisoft angezeigt. Den könnt ihr dann wegklicken, da tut sich nichts mehr. Und wenn der weggeklickt ist, dann könnt ihr das Spiel erst wieder neu starten. So, wenn ihr das Spiel wieder neu gestartet habt, dann startet eine neue Kampagne. Und dann ist auch dieses Männle da, mit dem wir jetzt gerade im Bunker gesprochen haben, nämlich der Chef da, ne, der uns auf der Landkarte gezeigt hat, was wir zu tun haben. Da müssen wir den Einsatz annehmen. Dann geht er zum Bootausrüster, sagt ihm, was ihr braucht. Dann geht er wieder zu dem Chef dahin und sagt ihm, ihr wollt jetzt die neue Mission starten. So wie ich es jetzt hier gezeigt habe, gemacht habe. Dann kommt ein kleiner Hinweis, ein kleiner Bildschirm. Da steht dann drin, ihr mögt, da ist Rauch am Horizont. Kurs. Bevor ihr weitermacht, solltet ihr erst vorher im Bunker noch einmal abspeichern, das Spiel neu starten und dann könnt ihr loslegen. Wo noch drauf zu achten ist, ist die Tatsache, in dem Moment, bevor ihr die Mission annehmt, also bevor ich jetzt hier auf der Landkarte ausgewählt habe, welche Mission ich machen möchte, schaut nochmal im Spiel bei Optionen, bei Realismus oder so ähnlich, bei den Einstellungen rein. Da kann es sein, dass nicht alles so übernommen wurde, wie ihr es am Anfang vom Spiel eingestellt habt. Da müsst ihr also nochmal nachgucken, ob der Schwierigkeitsgrad so passt, wie ihr das wollt, also mit Torpedo-Blindgänger und mit wenig Kapazitäten von Pressluft und Diesel, Sauerstoff etc. Wollt ihr eine außen externe Kamera haben? Ja, soll die Position angezeigt werden und so weiter und so fort? Könnt ihr alles dann nochmal einstellen. Und wenn ihr dann loslegt, steht unten auch noch einmal irgendwann ein kleines Hinweisfensterchen für den Stil, für den Wolves of Steel Mod. Da könnt ihr dann auch nochmal anklicken, den Schwierigkeitsgrad niedrig, mittel und hoch, glaube ich. Wir spielen jetzt hier auf Mittel und wir haben begrenzten Sauerstoff, begrenzte Druckluft, begrenzte Batteriekapazität, begrenzt Diesel. Also ich spiele es relativ realistisch, sagen wir jetzt mal. Die Nachladezeiten, die habe ich jetzt nicht auf realistisch gestellt. Das würde zu lange dauern, bis die ihr Geschütz nachgeladen haben. Genauso Reparaturzeiten nicht in echt, sondern wenn wir halt hier irgendeine Beschädigung haben am Boot und der braucht jetzt 2 Wochen, bis der das repariert hat. Leute, das macht keinen Spaß, weil in der Zwischenzeit haben wir ein paar andere Schiffe gefunden, die wir vernichten müssen. Und dann ist es ja Blödsinn, wenn wir hier dann 2 Wochen warten müssen, bis der endlich das Ding repariert hat. So, jetzt muss ich bloß einmal nachgucken. Nicht, dass ich mich jetzt hier verfranse. Wir sind jetzt hier und wo wollen wir denn hin? Wir wollen eigentlich hier rüber, ne? Da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen also durch den Nordostseekanal, muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht vergesse abzubiegen. Aber das wäre mir jetzt dann natürlich in dieser Mission oder in diesem Video besser gesagt nicht mehr machen. Sondern es wird dann im nächsten Video nahtlos weitergehen durch den Nordostseekanal bis rüber nach England an die Ostküste. Und da werden wir dann unsere erste Mission starten. Und das sollte euch jetzt nur einfach mal dienen,
Für diejenigen, die dieses Spiel nochmal spielen wollen und nicht wissen, wie sie vorgehen müssen, damit alles passt. Deswegen habe ich das jetzt hier nochmal rangefügt an das bestehende, schon gemachte Video. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Freut mich, wenn ihr zugeschaltet habt. Freue mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar. Ja, macht Werbung für meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und ja, abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Wäre nice, wenn ich ein paar Abonnenten dazu bekomme. Und in diesem Sinne sage ich dann mal Holdrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVB. Okay.